Der Schiffskapitän des deutschen Schiffes Humanity One hat sich geweigert, den Hafen von Catania wieder zu verlassen. An Bord sind 35 Migranten, die das Schiff nicht verlassen durften. Das Schiff erhielt am Wochenende die Erlaubnis der italienischen Behörden, in den Hafen einzulaufen, aber nur Frauen, Kinder und Verletzte durften von Bord gehen. Der Schiffskapitän besteht nun darauf, dass Italien alle 179 Migranten aufnimmt. Italiens neue rechtsgerichtete Regierung will, dass die Länder, unter dessen Flagge die Schiffe laufen, die Migranten aufnehmen sollen. Im Fall von Humanity One ist es Deutschland, da das Schiff von einer deutschen Hilfsorganisation betrieben wird. Ein Sprecher des deutschen Innenministeriums sagte an diesem Montag in Berlin, Deutschland habe Italien und die anderen Mittelmeeranrainer bei der Aufnahme von Flüchtlingen immer unterstützt. In diesem Rahmen nimmt Deutschland 3.500 Menschen auf, die eben über das Mittelmeer gekommen sind, die in den Mittelmeeranrainerstaaten sind. Und ein erster Transfer aus Italien hat Mitte Oktober auch schon stattgefunden mit 74 Asylsuchenden. Und im Rahmen dieses freiwilligen Solidaritätsmechanismus erfolgt auch die weitere Unterstützung der Mittelmeerstaaten. Am Wochenende durfte das Schiff Geo Barents ebenfalls im Hafen von Catania anlegen. 360 Menschen durften das Schiff verlassen, 214 weitere Menschen mussten aber an Bord bleiben, teilte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mit, die das Schiff betreibt. Zwei weitere Schiffe mit Hunderten von Menschen an Bord warten vor Sizilien auf einen Hafen.